Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die 21060. Das ist für mich eins der besten Sets von Lego überhaupt in diesem Jahr, Ideas ausgenommen. Das ist sehr, sehr, sehr überraschend. Da sind Bauschritte dabei, bei denen man tatsächlich Teile raussucht und sich vor einem eine gewisse Masse an Teilen sammelt, bis man anfängt, den Bauschritt zu starten. Das kenne ich von Lego nicht. Von Lego kenne ich ein Teil, angebaut, umgeblättert. Das ist meine Lego-Bauerfahrung. Insbesondere bei solchen Touri-Sets, die für Einsteiger sind. Ihr baut weiß auf weiß auf weiß in mehreren Lagen ohne Hilfslinien. Und zwar mehrere Teile auf einmal. Und danach kommt Dark Blue Gray drauf. Und dann kommen mehrere Lagen weiß wieder. Ohne Hilfe. Und dann wieder Dark Blue Gray. Man kommt sich vor, als würde man Pandlos bauen oder Mold King. Das ist in Ordnung, das ist witzig. Es sieht am Ende putzig aus. Es fühlt sich überhaupt nicht nach Lego an. Gar nicht. Total gut. Ein Spezialteil ist natürlich hier oben das hier, was hier so abgeht. Das kennt ihr noch in Braun, aber jetzt haben wir es hier mal in Dark Blue Gray. Das ist alles nett, also das ist wirklich, ja, putzig. Das sind nette Details da drin. Es ist verschachtelt in ein paar Ebenen, man sieht es alles. Ja, das ist alles lieb. Ist alles lieb. Ist wirklich in Ordnung. Fertig aus. Es ist wirklich in Ordnung. Wir haben auch noch eine ganz nette Bautechnik. Das ist das hier. Ich komme ein bisschen näher, damit der Fokus drauf geht. So. Das ist ganz nett. Dieses Griffel da, was ihr da in der Mitte seht, das sind Fliesen mit den Rillen drin. Ist eine nette kleine Bautechnik. Ist mein Highlight in dem Set tatsächlich gewesen, was die Überraschung anging, dass das kam in dem Moment. Haben sie schön gelöst. Der Rest vor allem lässt sich bauen, ohne dass man ständig weiß, dass der Controller das Set entwickelt hat und nicht der Designer. Wie gesagt, bis auf die Dark Tan Farbe, die ist schrecklich, ist alles in diesem Set ansonsten eine Freude. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe, das 51. Lego Ideas Set, das Wikingerdorf 21343, bestehend aus 2100 Teilen für 140 Euro. Ich find's putzig, ich mag Wikinger. Hier kommt vieles zusammen und der Preis ist nicht so abstrus abschreckend. Und ich meine, guck mal, jetzt kommt nämlich etwas und da werdet ihr verblüfft sein. Ich war's, als ich es gesehen habe. Und das freut mich sehr, denn in diesem Set sind einige Sachen schön gemacht, die mich sonst bei Lego grundsätzlich stören, auch beim Hogwarts von Harry Potter. Man kann es rumdrehen. Und schaut mal, das sieht von hinten besser aus als manch anderes Set von vorne. Das Set hat eine Spieltiefe. Also hier ist, guck mal hier, was hier los ist. Das ist tiefer, glaube ich, als Bruchtal. Ich finde das eigentlich alles ganz putzig. Es sind alles Prints, ja. Auch die Specials hier, es gibt viele Special Prints. Es sind keine Aufkleber dabei, das ist alles in Ordnung. Viele, viele, viele kleine Teile, haben wir schon besprochen. Aber das stört mich bei der Putzigkeit nicht, ganz im Gegenteil. Es verstärkt die Putzigkeit noch. Die Figuren haben alle bedruckte Beine, keine bedruckten Arme. Highlight der Figuren sind aber die Sachen, die sie in der Hand haben. Schild, Weltklasse, bisschen mehr Licht drauf, und Hämmerchen, Weltklasse. Und der Hammer ist seitlich sogar noch bedruckt. Also allein die Figur mit Hammer in der Hand ist schon wertiger als das gesamte Thor-Hammer-Set von Lego. Wir haben verblüffenderweise auch an Stellen, wo es ginge, keine Farbseuche. Das ist kein Modell für unten in der Vitrine, hinten am Rand. Das kann man einfach irgendwo positionieren, auch wenn aus Versehen mal jemand vielleicht drumherum geht. Also es ist alles fein. Schildlein, Helmchen, Dinge. Ja, es ist putzig. Das hat die wahnsinnige Spieltiefe hier, dass man hier wirklich rumlaufen kann, sozusagen. Eine nette Treppe hoch, da oben ist eine Tür, die kann man natürlich auch öffnen. Dann haben wir hier diese Fässer, auch super bedruckt. Sehr, sehr schön. Da ist dann nochmal eine spannende Abenteuerhöhle. Da kann man Dinge erleben. Ja, ist eine absolute Weltklasse. Und jetzt sagt ihr, ja, aber das Haus hier drin, also das ist hier fest. Da tut sich, hier ist auch alles fest. Da tut sich ja wenig, gell? Und dann haben wir die Möglichkeit, diese gesamte Wand abzunehmen. Und dann könnt ihr richtig reinschauen. Das ist das, worüber wir immer sprechen. Man hat so verkauft einem Lego ein Harry Potter Schloss. Kammer des Schreckens. Sieht genauso aus.
Wir haben ein bisschen was hier vorne und dann ist hier die Wand. Das ist das, was dann fehlt. Das nimmt man und setzt es dran. Das bringt nicht mehr Spieltiefe, aber wenigstens sieht es nicht so weggespart aus. Es sieht aus, als, guck mal, das hat was. Das hat einen Anspruch, das ergibt Sinn. Also ich finde, es ist sehr klein. Also, Verzeihung, das Preis-Leistungs-Verhältnis, ja. Das ist gut. Für Lego-Verhältnisse ist es wirklich gut. Wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Lego. Die Figuren sind sehr nett. Ich mag das Zubehör, was die dabei haben. Das finde ich alles sehr schön. Es sind tolle Prints dabei. Das macht sehr viel Spaß, selbstverständlich. Es sind sehr kleine Teile. Immer in Perspektive setzen. Gilt das Gleiche wie fürs Hogwarts. Aber das Bemerkenswerteste für mich ist, dass es zu Ende designt ist und nicht auf der Hälfte aufgehört hat. Und schaut, was ich euch mitgebracht habe, die 76419 aus dem Hause Lego Harry Potter. 2600 Teile, 170 Euro Hogwarts. Richtig. Bauerfahrung, weil ich es gerade gesagt habe, es ist ein sehr kleines Set. Ganz viele kleine Teile. Das heißt, das muss man sehr, sehr mögen. Das ist kurz vor Nanoblocks. Und vor allem gefällt mir hier vorne der Bereich. Mir gefällt auch noch die Seite hier. Die beiden hier hinten gefallen mir nicht zu sehr. Wenn man das so dreht und ihr seht dann, das passt alles. Und hier sieht es auch noch gut aus. Man hat hier so die Felsen. Und dann steigt das hier an und es wird abgeschnitten und ist offen. Und das finde ich schade. Und auch hier die Seite ist offen. Und dann hier vorne wird es wieder schön. Und da fehlt mir einfach hier das Stück, dass sie das so groß gemacht hätten. Ihr kennt das alte Problem bei Lego. Das sieht halt so aus. Es ist ein bisschen Resterampe da unten drin. Ja, alle Farben. Alle. Einfach alle Farben drin. Und natürlich ein bisschen ausgehöhlt, um ein bisschen Teile noch zu sparen. Das ist ja auch das übliche Lego-Vorgehen. Ein nicht übliches Lego-Vorgehen ist der Verzicht auf jegliche Art von Aufkleber. Alles, was ihr hier dran seht, ist tatsächlich mit einem Sticker gelöst. Und das ist wiederum sehr fein. Alles bedruckt hier drin. Das ist alles bedruckt. Bedruckt, 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 bedruckt. Nebeneinander. Alles bedruckt. Und auch hier an den Fenstern hier. Das bedruckt. Türchen hier. Bedruckt. Alles bedruckt. Die Anguspunkte werden halt echt hart bei Lego. Die sind schon nicht mal mehr nur sichtbar, die sind ertastbar. Das sind richtige Löcher da drin. Und was ich schön finde, sind hier solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel hier, seht ihr das? Da habt ihr diese Brücke und die kommt in diese Aussparung hier drüben rein. Hey, geh da rein, da. Und dann ist sie da so eingepackt. Das finde ich cool. Das sind so Nano, ist ja Nano, nicht Micro, ist ja Nanoscale-Lösungen für relativ aufwendige Bautechniken. Das finde ich cool, das gefällt mir. Hier, das mag ich, das favorisierte Print hier auf diesem Nexonites-Schild. Sieht auch gut aus. Wir haben relativ viele neue Teile. Es sind aber eigentlich, es sind alles bekannte Molds. Hier sind keine Molds irgendwie, die dazugekommen sind. Wir haben aber jetzt das hier zum Beispiel, dieser Zweidrittel-Slope, der ist jetzt hier in Dark 10 dabei. Und das ist noch relativ, das ist aber ja, Und die Schlangen sind in Dunkelgrün dabei. Die hatten wir ja gerade auch in der 77013. Und dann ist der Vorteil, dass ihr halt nicht wie beim großen Hogwarts so einen Bereich braucht, der so hoch ist, damit ihr das ausstellen könnt, sondern das passt hier hinten in meine kleine Vitrine. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe aus der sensationellen Model Team Reihe aus dem Jahr 1990. Die 5590 der Heli-Transport. Richtig gut 1000 Teile. Damals etwa 120 bis 140 D-Mark, je nach Katalog, in dem man schaut. Und da entspricht dann etwa heute dem in Euro. Das passt ziemlich genau. Wir haben hier ein sensationelles Modell. Ein sensationelles Modell. Es wurde nicht mehr besser eigentlich. 1990 war das der Knüller, den es überhaupt gab. 1000 Teile in einem, also über 1000 Teile in einem Set und auch noch so sensationell. Das Ding war der Traum schlechthin. Nur gebrauchtes Lego ist gutes Lego. Schaut nach, geht rein, guckt bei eBay, das Ding läuft für ungefähr 100 Euro. Ja, und ihr bekommt solch ein Knallerset für 100 Euro. Eine richtige Kiste. Richtig gutes Material, ja? Nicht das schwabbelige Billigzeug, was ihr heute bekommt. Und natürlich der Trick, ihr konntet es aufklappen. Hier seht ihr dann nochmal die Sachen. Ihr habt natürlich ein B-Modell dabei. Die Älteren werden sich erinnern, was ein B-Modell ist. Und jetzt haltet euch richtig fest, ihr habt auch noch ein C-Modell dabei. Selbstverständlich besteht dieses Set
aus Schwarz, aus Rot und aus Grau. Plus ein paar Akzente an Lämmchen. Das war's. Der Trick ist, wenn die Farben so entspannt sind, dann kann man es umbauen. Und auch das umgebaute Set sieht noch gut aus. Das ist ein massives Gerät. Und jetzt schaut euch das mal an. Jetzt kann man hier lenken und schaut mal, wie der einschlägt. Das ist toll übersetzt übrigens. Das könnt ihr mit einem Finger einfach so lenken. Der bewegt sich dabei ein bisschen, aber der Widerstand ist so gering. Und schaut euch das mal an. Der wendet hier einfach. Aber auf der halben Tiefe, ich brauche hier hinter, passt noch meine gesamte Hand lang hingelegt. Das ist einfach einmal gelenkt und zurückgegangen. Und das war's. Es ist simpel gestaltet und das Schöne ist dran, und das mag ich so sehr. Natürlich haben wir Zwillingsbereifung. Ach so, ja. Das ist ja so eine klassische Sparmaßnahme von Lego aktuell, die Reifen. Entweder gibt es einfach zu wenig oder sie sehen mistig aus. Damals war es natürlich, das ist ein 18-Wheeler. Aber eigentlich mit 19, weil wir haben ja noch ein Ersatzrad dabei, das wir zum Lenken benutzen. Und die Lenkgeschichte ist simpel gebaut, die könnt ihr nachvollziehen. Und ich finde, das ist eine Sache, die verloren gegangen ist, dass die Modellbautechnik sauber nachvollziehbar ist. Nicht, dass die Anleitung für Dumme gemacht wird, so wie heute, mit komischen Farben und ein Teil pro Bauschritt, sondern dass die Bautechnik nachvollziehbar ist, dass man das in eigene Modelle übertragen kann oder dass man das Modell, was man hat, umbauen kann. Das sind die alten Zahnräder noch, gell? Die 25 Mal verstärkt worden sind in der Zwischenzeit. Aber die haben damals, die haben auch funktioniert. Die sind 33 Jahre alt und funktionieren wie die 1. Und auch die Farben funktionieren noch wie die 1. Das sieht halt auch ganz anders aus, wenn ihr euch sowas anguckt. Klar ist das Ding verkratzt, das ist keine Frage. Aber die schwarzen Elemente passen halt zueinander. Gebrauchtes Lego ist gutes Lego. Glaubt's mir wirklich. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Das ist die Eldorado Fortress. Richtig, ganz genau so ist es. 10320 aus dem Jahr 2023, bestehend aus 2500 Teilen rund für 215 Euro. Ganz genau so ist es. Es ist ein Remake. Und tatsächlich mal, und es kann einen doch freuen, ein gelungenes Remake. So, kommen wir zur Festung. Die Festung, das hier war die 3D-Platte damals. Das ist jetzt aus hunderten Teilen nachgebaut. Und da kommt natürlich eine Kleinteiligkeit zustande. Äffchen dabei, Papagei am Start. Ja, das passt. Und die Palmen sehen auch ähnlich aus, aber sind hier wieder aus einem Element gebaut. Die hier, das sind ja die normalen Barren. Die sind hier in Weiß dabei. Wir haben auch in irgendeiner Kiste in Perlgold welche. Die hier unten sind gelb. Das erste Mal. Gelbe Barren. Das wurde jetzt hier in Dunkelrot eingearbeitet. Das war früher auf den Elementen draufgedruckt. Das waren weiße Steine, weiße Panels. Und die hatten dann mit Rot eine Ziegeloptik draufgedruckt. Und dann gehen wir rum. Und wir sind wieder vorne. Kanönchen hier, Kanönchen da, Kanönchen dort. Drei Stück. Jetzt haben wir einen Vorteil. Die Bespielbarkeit wäre so nicht wirklich gegeben. Wir haben sehr viele Kleinteile, die es früher nicht gab. Die verhindern aber auch, dass man gescheit an Sachen rankommt, dass man mal schnell was wegnimmt, weil es halt alles kleinfuddelig gebaut ist. Da gibt es hier bei diesem Set dann eine Lösung, sozusagen, da wir Elemente, das zeige ich euch gleich, auseinandernehmen können. Und dadurch kommt man ran, dadurch kann man es bespielen oder zumindest mit seinen Figuren irgendwas, sie besser positionieren. Das ergibt natürlich auch als Konzept, dass ihr diese ganze Kiste, wenn ihr das wolltet, nebeneinander stellen könnt. Also ihr könnt es natürlich dann anrichten, wie ihr möchtet. Es gibt da, glaube ich, auch ein paar Serviervorschläge, aber macht es, wie ihr wollt. Ich meine, es ist euer Set. Ja, aber ihr könnt es auch in der Breite aufbauen, euch dahinter setzen. Und da sind wir. Da ist der nette kleine Affe. Kanönchen am Start. Schießt natürlich, Obacht, alle tot. Farbseuche völlig entspannt, übrigens. Man muss sich einfach mal freuen zwischendurch. Ja, richtig. Hier sind Noppen drauf. Noppen, offene Noppen, um Figuren zu stellen. Das ging früher nicht. Das war früher einfach eine glatte Fläche. Das ist ein Bespielbarkeitsbonus, den wir jetzt heute haben. Dann kommen wir weiter. Da waren wir gerade. Hier ist der nette kleine Papagei. Zweimal eine Palme. Da würde ich mir natürlich auch noch ein paar Kokosnüsse dran wünschen oder sowas. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen einen Weinkeller mit einem Schatz dabei. Kleines Fröschli. Alles da. Besen, Zeug, Dinge. Dann haben wir hier diesen mächtigen, mächtigen Kran, den wir auch frei drehen können. Und hier kann man kräftig kurbeln. Und dann kann man da sein Kistchen hoch und runter befördern. Hier unten sind auch so kleine Verstecke, hier an der Seite, da so, seht ihr es? Da kann man rausziehen und da ist eine Kiste drin und da ist ein Brief drin.
Also ich meine, wenn es ein Print schon ist für einen Briefumschlag, dann muss ich euch den natürlich auch zeigen. Ich meine, es ist ein Print. Und wir sind bei Lego. Ja. So, und weiter geht's. Die nächste Geschichte. Da ist ein Knast. Und das Gute ist, wie immer bei einem Knast bei Lego, da gibt es eine Ausbruchsmöglichkeit. Drin seht ihr, dass da ein bisschen Stroh liegt. Und da sind zwei Prints, Fliesen. Und ihr könnt... Da braucht man eine kleinere Hand am besten. Könnt das hochklappen, seht ihr? Und dann ist drunter ein Durchgang, dass man dort rauskommt. Richtig. Im Mittelteil, das ist dann ein Platz zum Futtern. Und selbstverständlich habt ihr noch hier die Möglichkeit, das immer so jemanden noch hier zu verabschieden, wenn man keine Lust mehr hat auf diesen Sitznachbarn. Kurz mal rüber gebeten und weg ist er. Ich finde es sehr schön, es gefällt mir. Ist immerhin schon mal ein Schritt. Immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich wünsche mir noch mehr davon. Und schaut, was ich euch mitgebracht habe aus dem Jahr 2005. Die 8421, der Pneumatik-Kranwagen. Richtig. Und mit Motor. Und, wie es der Name schon sagt, Pneumatik. In einem Set schon fertig mit drin. Batteriebox hinten drauf. Knapp 1900 Teile. 140 Euro Liste. Damals. Also ich habe den 2006er Katalog am Start, da steht er mit 140 Euro drin, 2640 Euro entsprechen etwa 200 Euro im Jahr 2023. Das heißt, ihr könnt dieses Set vergleichen mit dem Flex Ferrari oder mit dem Peugeot mit Aufklebe-Hybridsystem. Das war die Kiste, große Kiste. Viel Luft auch drin, keine Frage. Ja? 140 Euro damals, das war ein teures Set. Das war ein B-Modell. B-Modell bedeutet... bei den großen Geräten, dass ihr was umbauen könnt. Das heißt, ihr konntet dieses Modell bauen oder aus den identischen Teilen noch ein zweites Modell, auch wieder mit Funktion. Das war möglich. Das ist eine Wunderkiste. Das gab es damals. Das war Standard. Dann hat die aufgeklappt. Und dann hat man gesehen, was das Ding alles kann. Oh, ich meine, Hammer, oder? Richtig. Da hat man richtig Spaß gehabt. Da stand man in den Läden, hat die rausgezerrt, dann hat man es aufgeklappt und richtig studiert. Und heute sieht man halt irgendwie die Fotos von den Stickern. 50 Jahre in Deutschland, der 2006er Katalog von Lego. Lego-Design von Katalogen, damals gruselig, heute gruselig, das ist gewohnt. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, was so auf so einer Technikseite damals los war. Und der 120 Euro kostet. Der 8285 ist ja einer meiner absoluten Top-Favoriten aller Zeiten. Der hat die Arox-Reifen drauf mit den silbernen Felgen. Oh, ich sag's euch. Und dann hier drüben ist der große Pneumatik-Kranwagen für 139,99. Pneumatik-Kranwagen mit XXL mit Motor, war seine genaue Bezeichnung. Wir haben hier hinten einen Motor drauf. Da sind 6 Doppel-A-Batterien drin. Der Anschlusskabel unten geht an den Buggy-Motor. Der Buggy-Motor ist der absolute Knüller. Der ist auch mit Abstand das teuerste Element hier. Der kostet gebraucht 30 Euro. Der Buggy-Motor gibt Gas, der hat 2 Anschlüsse, einen für Geschwindigkeit, einen bisschen mehr für Drehmoment. Vermissen wir unglaublich bei Lego. Kompatibilität war noch nie Legos Stärke, was das Technische hier drin angeht. Ich hatte damals, wenn ich mir das Video von damals angucke, ich hatte damals echt noch Hoffnungen. Alle vorbei. Wir haben die Basisfunktion, wir können lenken. Wunderbar kleiner Wendekreis für so ein Riesending. Ja? Also ich meine, guck mal, der kann nicht ganz im Bild wenden, aber er könnte auf meinem Tisch locker wenden, den ich habe. Ja? Also ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Guck mal, das ist auf dem Bierdeckel. So, und hier dran können wir drehen. Jetzt muss ich noch natürlich professionell in die richtige Richtung drehen. Das ist die richtige Richtung, wenn ich hier jetzt gedreht habe. Und jetzt seht ihr hier, dass die Stützen rausfallen. Da sind auch Aufkleber angebracht. So, dann fahren die hier runter und dann kann man, die liegen sich ja so ziemlich flach hin. Aber wenn man jetzt so ein bisschen weiter dreht, dann könnt ihr hier auf diese Stelle achten. Dann klacken die ein. Und wenn die eingeklackt sind, dann ist hier echt, also... ja, das geht wirklich gut und die bleiben auch so. Also da gibt es keine Schwierigkeiten, die sind stabil, die können das ganze Ding tragen. Wir haben hier vorne einen Metallhaken. Damit können wir hier mit 2 Tasten links und rechts die Laufrichtung beeinflussen und damit können wir das hier einfach mal abnehmen. Das musste ich jetzt mal zum Start machen. Ich habe das hier vorne eingehängt, damit, wenn wir jetzt hier einschalten, was wir tun wollen und hier drüben die Pumpe betätigen, dann wandert nämlich das ganze Ding hoch. Ja, oder? Ist doch schon alles gewonnen. Wir können jetzt schon aufhören und es ist das beste Technikset der letzten 5 Jahre.
Genau. Und genauso kann man es natürlich auch wieder reinfahren. Reinfahren, rausfahren. Alles, was ihr wollt. Also da könnt ihr... Ihr könnt viel Spaß haben. Das alte Rein-Raus-Spiel ist einfach ein Traum. Genau. Also das hier, Metallhaken. 82, 85 hatte den auch noch. Super Metallhaken. Der 42082 hatte dann so einen plastikgebauten, auch der 42009 schon. Ist natürlich cooler, wenn es so läuft. Richtige Metallhaken sind natürlich was sehr, sehr Feines. Also Weltklasse-Aufbau, schöne Elemente, alles entspannt gemacht. So ruhig kann das aussehen. Und dass da überhaupt was rot dran ist, das verstehe ich schon nicht, aber es ist so. Das ist das Differential, was ihr auch noch kennt. Mit den Aufnahmen auf beiden Seiten. Der Unimog hatte das auch noch, 8110. Ein nettes, ein ruhiges, ein schönes Modell. Selbst mit den höchsten Rabatten im Markt bekommt ihr momentan so ein Flex Ferrari oder den Peugeot für 120, 130. Oder das. Das hier wäre meine Wahl, nicht ein Flex Ferrari. Und ihr bekommt das hier noch mit Pneumatik und Buggy-Motor und Metallhaken und allem drum und dran noch quasi gratis dazu. Und das hier hat schon mehr Wert, mehr Stabilität, mehr Spaß, mehr Kreativität als praktisch das gesamte aktuelle Technik-Sortiment. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Richtig, die Märkte von den Jago City 71799 bestehen aus gut 6000 Teilen und 21 Figuren für 370 Euro. Und hier nebendran steht sein moppeliger Freund, die 71741, das sind die Gärten von den Jago City, 5700 Teile für mittlerweile auf 350 Euro erhöht. Das ist der beste Deal, den ihr innerhalb der Lego-Welt aktuell kaufen könnt. Es gibt kein Set, was auch nur annähernd die Bautechniken aufweist von diesen beiden hier. Und erst recht nicht für den Preis. Auch die teureren Sets haben nicht diese Abwechslung im Bau. Die Bautechniken, die merkwürdige Verwendung für dubiose Zwecke von eigentlich normalen Teilen. Und die landen dann hier und werden irgendwas anderes. Das macht Spaß. Das ist das, weswegen man baut. Geschichte von Ninjago, oder? Ab dafür. Ninjago City, 70620 kam auf den Markt. Gut 5000 Teile. Knapp 5000 Teile. 5000 Teile, sag ich mal. Für 300 Euro. Und das war aber exklusiv. War aber schon der absolute Knaller damals. Dann kam die 70657, die Docks, Ninjago City Hafen. 230 Euro nicht exklusiv, kam in den normalen Handel, wurde sehr günstig. Nur 3.500 Teile, aber in echt eine schöne Ergänzung und dann halt auch noch günstiger, weil es im freien Handel war. Es gibt Figuren dabei. Hauptfiguren, den Ninjas, hier ist natürlich so ein Detektiv Zane auch noch dabei. Wir haben Schmied Kai und noch hier zwei aus der aktuellen neuen Serie. Es ist so, die haben immerhin teils bedruckte Beine. Und abgefahrene Arme, also sie hier ist eigentlich die abgefahrenste Figur, die wir dabei haben. Trotzdem könnte sich Lego langsam mal wieder ein bisschen mehr Mühe mit den Figuren geben. Die Beine sind ein Thema. Beine und Arme werden bei Lego wahrscheinlich aus Sparmaßnahmen, einfach Kostengründen, werden die ausgelassen. Und das ist, ist sehr, sehr unglücklich. Hier kommen jetzt so ein paar Basisfiguren hinterher. Einfach nur, um die Stadt zu bevölkern. Das ist natürlich sehr, sehr nett. Hier und da ein netter Torso, auch sogar mal bedruckte Beine dabei. Der Rollstuhlfahrer, für den ist sehr viel hier angelegt in den Märkten, das ist sehr spannend. Schöne Mütze bei der Bäckerin, die finde ich spitze. Ansonsten aber wirklich, also normale Figuren. Es gibt absurd viele Aufkleber, die habe ich gar nicht erst mitgebracht. Das ist eine echte Tapete einfach. Das sind Dutzende, nicht übertrieben, Dutzende Aufkleber hier überall. Alles, was ihr hier an Fliese seht, auch hier diese Sachen, ist überall Aufkleber drauf. Ich drehe es jetzt einfach mal, nur damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie es von allen Seiten aussieht. Da seht ihr auch schon Zahnrad. Das ist doch verheißungsvoll. Da könnten noch Funktionen lauern. Viele verschiedene Farben. Es gibt keine Farbseuche, denn die Farbseuche ist offensichtlich. Ja, das sind einfach die verschiedenen Farben im Gebäude. Es gibt in der Basis des Modells ziemlich unnötig ein paar Medium Lavender 2x4 Steine. Aber das sind wirklich... Das fällt überhaupt nicht auf bei diesem Set. 50 Bauschritte oder halt 50 Tüten. Für manche Bauschritte macht man zwei Tütchen auf einen Schlag auf. Man hat Funktionen darin. Ich würde sagen, mehr Funktionen als in allen Technikmodellen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Wir sind auch hier dabei. Das ist was Spaß macht. Und man hat natürlich viel zu entdecken. Und dann fange ich doch einfach mal hier drüben an und hebe das hier raus. Na, komm her. So, rausgehoben. Hier bleibt immer dieser Rahmen stehen. Und ich versuche den immer mit rauszuheben, weil ich nicht wahnsinnig klug bin. So, und dann kommen wir doch mal auf die Seite. Und hier habt ihr... einen Block. Und
Ich bin ja weiterhin dafür, dass irgendwann vielleicht nochmal ein Set rauskommt, dass man so ein Gerippe kaufen kann für eine Basis und dann kann man Creator-mäßig sich solche Häuserblöcke hier kaufen. Das ist bei Creator ein 100-Euro-Set. So. Vom Gewicht, von der Struktur. Guckt euch mal die 50-Euro-Häuschen an, die es bei Creator gibt. Die sind ungefähr so eine Hälfte. Das ist so ein 100-Euro-Ding. Ja, das ist hier vielleicht ein, weiß ich nicht, Sechstel. Es ist ein guter Deal. Dann ist wirklich verblüfft, dass das Lego ist. Das fühlt sich ein bisschen mehr nach Panlos oder so an. Oder Mold King. Aber es ist Lego tatsächlich. Und, ach komm, ich zeige euch gerade mal kurz, worum es geht, oder? Das sind wir doch hier gedanklich viel zu weit davon weg. Hier ist eine kleine Rampe eingebaut. Glaubt es mir, sie ist hier. Und diese kleine Rampe läuft hier durch das System, durch diesen Block hier durch. Und wenn wir jetzt, wir müssen ja drüber geredet haben, ja, weil sonst ist ja doof. So, wenn wir das jetzt dort wieder eingebaut haben, seht ihr hier einen Abwasserkanal. Und wenn man jetzt, Moment, ich muss wieder ran, kommt es da raus. Das ist die Kanalisation, die nicht vorhandene. Also in der Ninjago City spült Lego die Toiletten direkt ungeklärt in den Fluss. Dann haben wir hier drüben dieses Türmchen. Dieses Türmchen zeige ich euch natürlich auch sehr gerne. Das hier ist hier vorne gar nicht festgemacht, sondern nur hier hinten. Das liegt so ein bisschen komisch auf, aber es geht auch. Da haben wir oben dieses kleine Häuschen. Da passiert nicht wirklich was. Das ist so ein kleines, so ein Überwachungsbüro. Sowas in die Richtung. Ja, das ist einfach nur, ne, so ein Ding. Und hier könnt ihr die Wand rausnehmen, damit ihr eine Figur reinstellen könnt. So, jetzt sind wir hier bei dem Rest der Ninjago City sozusagen. Hier drüben gibt es jetzt nämlich ja noch mehr Häuschen, die ihr jetzt mal hier seht. Und die Gänge hindurch. Und ihr könnt ja durchschauen bis hier hinten wieder zu mir, hier drüben. Ja? Hier könnt ihr überall, da seht ihr meine Hand hier so unten durch. Das sind ja alles Sachen, die hier so quer durchgehen. In der Mitte ist ja alles hohl. Das ist auch in Blöcken rauszunehmen. Da ihr nicht in der Höhe das so einfach abnehmen könnt, wie wir das sonst gewohnt sind, dass man das einfach hebt, können wir jetzt hier Elemente rausziehen. Wie zum Beispiel hier die Bäckerei mit netten Backwaren, die da auf euch warten. Ne? Hervorragend. Das können wir einfach rausziehen. Oben drüber ähnlich. Das können wir auch rausziehen. Das ist dann nochmal ein kleines Schlafzimmer. Und hier seht ihr, dass die Fenster einfach nur schräg gestellte Zäune sind. Es hat alles einwandfrei und ohne Probleme geklappt. Ich konnte alles aufbauen natürlich. Es sind auch nette Ideen tatsächlich dabei. Keine Frage. Also mir gefällt vor allem die Verwendung von Teilen für den nicht offensichtlichen Zweck. Das mag ich am allermeisten. Nichts ist langweilig. Es gibt keine Wiederholungen bei diesem Set. Dann noch natürlich keine Farbseuche verbaut. Also bis auf natürlich hier so ein blöder blauer Kreuzpin. Solche Sachen, die einfach wahnsinnig nervig sind, aber das gehört dazu. Der Mechanismus hier oben noch, der nette Bonsai-Baum, habe ich schon gar kein Wort drüber verloren. Wirklich schöne Bautechnik. Der Übergang von dieser Schiene zum Bonsai-Baum. Dreimal die Baurichtung geändert in dem kleinen Element hier. Super nett. Einfach sehr, sehr nett, klein gebaut. Das sind Kotflügel hier oben. Ich weiß, ich finde das alles gut. Und Shop, was ich euch mitgebracht habe, die anderen beiden Sets aus der Indiana Jones Serie 77012, Flucht vor dem Jagdflugzeug, knapp 400 Teile, 35 Euro und die Flucht aus dem Grabmal 77013, 600 Teile für 40 Euro. Vier Figuren, drei Figuren, ein Fest. Es sind viele Teile, es sind schwere Teile, es sind gute Teile. Was hier los ist? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Hier ist der Cut zwischen den beiden Indies. Das hier ist der Flieger. Das hier ist das Grabmal. Vier Figuren Grabmal, drei Figuren Flieger. Es ist ein wunderbares Set. Ich glaube, jeder von euch wird Freude daran haben. Erstmal haben wir irrsinnig viele Schlangen. Und noch die an der Figur. Und jetzt haben wir hier diese Kerlchen. Und die sind wirklich stabil gebaut. Die sind nicht hohl. Das ist gescheit. Das hier vorne ist auch komplett gebaut. Es steht auf einer 16x16 und einer 8x16 Platte. Aber jeder von euch, der die Szene gesehen hat, weiß ja Bescheid. Indy möchte irgendwie einen Fluchtweg suchen, erwähnt dann diese Wand hier hinten hohl, er nimmt dann diese Mumie, klettert drauf, stößt sich ab und schmeißt die um. Und dadurch wird dann die Wand eingerissen und sie können flüchten. Also man hat hier hinten einen Hebel zum Ziehen, man kann hier beide drehen und man kann hier nochmal ziehen und es fällt um. Sensationell.
und shoppen, was ich euch mitgebracht habe, die 77015. Genau, Tempel des goldenen Götzen, Indiana Jones, zum Jahr 2023, bestehend aus 1500 Teilen für 150 Euro, List Indiana Jones. 2008, 2009 hatten wir schon tolle Sets. 7623 hatte eigentlich die exakt gleiche Szene. Nur noch mit einem Wasserflugzeug dabei, aus gut 500 Teilen gebaut. Das hier hat 1500 Teile ohne Wasserflugzeug. Hier sind aber auch ein paar Funktionen dabei, ganz aufregend. Die schlucken auch Teile, selbstverständlich. Und einfach das Design ist anders. Das ist ein 100% für Erwachsene designtes Produkt. Ist es das erste Diorama mit Stickern. Das heißt, es ist das teuerste und dann auch noch das mit den Sparmaßnahmen inkludiert. Und wir haben Figuren. Wir haben natürlich Indy, wir haben Balrog, wir haben Satipo und wir haben einen Krieger. Dieses Modell hier zeigt natürlich, wie gesagt, die absolute Anfangsszene. Ist super und man kommt in den Tempel hinein, schlägt sich durch Spinnenweben und Zeug durch, klettert dann, also dann ist dieser Abgrund mit der Peitsche rübergesprungen, fein, fein, fein. Dann hier, das ist im Hintergrund so was Geflochtenes mit was Goldenem, in der Mitte gibt es einen 90-Grad-Knick. Und dann kommt man, man läuft ja darauf zu, das klappt halt hier jetzt nicht, weil es nicht geknickt ist. Und dann hier der goldene Götze, den wir mal haben. Ja? Es sind vier Funktionen, ihr seht das hier unten an dem Prinz, super Prinz, 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 ja, großartig. Jeweils hier so ein Kopf ist eine Funktion. Wir haben uns nicht vor der Rückseite der Box gefürchtet. Aber fürchtet euch vor der Rückseite von dem Ding. Es ist wirklich, das könnt ihr nur von vorne angucken. Ausschließlich von vorne angucken. Nie rumdrehen. Einfach nicht machen. So, jetzt kommen wir aber. Aber es gibt Funktionen, die sind cool. So, coole Sachen jetzt. Das ist jetzt die finale Wand. Und da ist der Götze. Daneben dran ist der Beutel, da ist Sand drin. Sand nimmt er ja raus, um irgendwie das Gewicht von der kleinen Statue da irgendwie zu treffen. Und er legt sie dann drauf. Was dann passiert, kennt ihr. Und da fängt jetzt die Action eigentlich von dem Set an. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich muss immer hier nach hier vorne gehen, hier dran drehen. So, wenn ich hier dran dreht, seht ihr halt andere Richtung. So, und jetzt seht ihr oben den Leuchtstein. Da ist ein Leuchtstein. Ich zeige es euch gleich von der Rückseite. Hier dreht man. Jetzt seht ihr auch schon, dass der Götze anfängt zu wackeln. Ja, ist ja klar. Also wird erstmal angeleuchtet. Ihr kennt die Szene. Indy sitzt da und wird quasi Gold angestrahlt. Das ist jetzt das hier. Und jetzt danach Sack draufgepackt und dann geht ja alles schief. Spoiler. So, und jetzt drehe ich weiter, seht ihr, jetzt fällt das Ding runter. Sackt ab, genau wie in der Filmszene, großartig. Sitzt dann da und jetzt mit dem nächsten Drehen an dem Ding, wupp, kommt das raus. Weil es fällt ja der gesamte Tempelraum in sich zusammen. Dann gibt es ja parallel dazu diesen Durchgang hier, ja, in der Szene. Da ist der Durchgang. Da ist ja wieder eine Funktion hier, an die ich jetzt so nicht komme und da können wir diese Wand runterrauschen lassen. Was ja auch eine wichtige Szene ist. Danach geht es weiter und dann kommt da eine riesige Felsbrocken. Kennt ihr ja auch. Ich frage mich immer, warum man nicht stehen bleibt und sich duckt. Das Ding über den Egal. Das ist hier die Szene. Und das ist sehr nett. Ich entriegel es mal. Er rollt da runter. Das ist nett, oder? Weil es so schön übersetzt ist. So, und dann nochmal. Könnte ich den ganzen Tag machen. Da hat der Tag Struktur. Aber wir haben immerhin diese Druckplatten hier abgebildet. Ist okay. Und die Funktion hier gefällt mir sehr gut. Ja. Es ist ein guter Versuch. Es ist ein guter Versuch. Die kleinen gebauten Gesichter mag ich auch hier in der Wand. Dieses Brickbuild, das mag ich sowieso immer. Das finde ich immer eine sehr, sehr schöne Lösung. Dafür mag ich Lego, dass sie das aus kleinen Teilen Dinge gestalten. Ja, ich finde es großartig. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Richtig aus dem Jahr 2022, die 10297. Das Boutique Hotel Creator Expert Modular Buildings. Richtig. Es hat 3000 Teile, 7 Minifiguren und kostet 230 Euro. Es gibt keine Aufkleber bei dem Set. Das sind alles Prints tatsächlich. Wir haben hier die Hotelangestellten. Die sind natürlich nette Uniformen. Hier der Kollege, der glaube ich auch in der, wo war der, in der Brickbank schon dabei? Ich weiß nicht. Reisende dann hier, der Kollege hat bedruckte Beine immerhin, farblich ein bisschen abweichend, weil sie auf blau gedrückt haben statt auf weiß. Da sieht man gleich wieder den Unterschied, wenn man halt nur eine Schicht druckt. Und hier drüben nochmal eine Wand, also Reisende, richtig, mit ein bisschen Gepäck dabei. Dann sind wir beim Gebäude. Ist ein Modular Building, das heißt, wir können es auseinandernehmen, verschiedene Ebenen. Einmal der Blick drumherum. Wir haben das Hotel selbst
Und wir haben nebendran diese kleine Galerie. Wir haben ja dieses lustige Palmengewächs da stehen. Und ich mag diese Idee des Winkels. Es ist eine sehr einfache Bautechnik. Ist aber auch vielleicht schön für jemanden von euch, der selbst kreativ baut, dass man einfach sieht, wie simpel das gemacht ist, aber wie effektvoll das dann am Ende aussieht. Light Bluish Gray Baseplate, ganz normal, passt natürlich wieder nicht zum City-Straßensystem, das ist das übliche Thema. Ich wiederhole nochmal, das sind alles Prints. Hier zum Beispiel auf den Stickern seht ihr verschiedene Anleihen, was das alles sein könnte. Also der Koch zum Beispiel und Grocery Store und so, der Friseur, alles mögliche, hier auch der Farbeimer. Viel detailverliebter, das ist sehr nett. Es sind aber auch hier ein paar Jumperplates dabei, dass man hinter der Rezeption sitzen kann. Das Gästebuch ist auch ein Print, sehr schön. Das Telefon, das kennt ihr aus der Polizeistation auch, ist auch ein Print. Hier ist ein sehr aufwendiges Gemälde. Das finde ich hier nett mit den Schlüsseln, die da aufbewahrt hat. Schaut man das Gemälde in der Wand an. Das hier. Und das ist tief. Dieser Rahmen ist der Rahmen, der auf der anderen Seite die Schlüssel beherbergt. Ja, Schlüssel. Und da ist das Gemälde. Das ist ein Block, den ihr baut. Finde ich ganz cool, dass der auf beiden Seiten der Wand das benutzt. Das würde ich mir wünschen an mehr Stellen, damit die Wand belebter ist, damit da coolere Dinge passieren. Ich mag das, wenn er da mal... Und die können das doch. Sie können es. Jetzt haben wir hier diese kleine Terrasse, auch wieder mit dem Print. Print, Print, Print. Und dann kommen wir zur Farbe. Die Farbe, diese ganze Hautfarbe sieht schon interessant aus, aber man gewöhnt sich dran und dann ist es okay. Mir gefallen die Fenster. Hier natürlich diese abgerundeten Rahmen mit Scheiben drin. Das sieht immer gut aus. Weiter geht's herum mit diesen neueren Slope-Teilen hier unten. Die werden jetzt sehr, sehr gerne benutzt. Oben alles natürlich Kotflügel. Ihr kennt das System. Alles das Gleiche. Und hier dann die Wand. Die haben sie aber farblich auf jeden Fall hinbekommen. Das sind nette kleine Möbelstücke, die die da reinbauen. Ja, die tun keinem was. Das passt alles schon. Und dann haben wir hier noch das kleine Zimmer hier in der Ecke. Da ist wirklich nur ein Bett, Mini-Vorleger, immerhin, aber eine kleine Deko auf dem Boden. Ich habe nicht damit gerechnet. Dann haben wir hier so einen kleinen Korbstuhl, kleinen Schrank und einen Mini-Nachttisch. Toiletten oder Badezimmer gibt es hier nicht. Das wird völlig überschätzt. Das brauchen wir nicht. Hier ist es nochmal ein wenig netter. Also erstmal ist es sandgrün, was ich natürlich sowieso mag. Gehen wir einmal drumherum, dann haben wir hier nochmal einen netten kleinen Balkon zum Rausgehen. Und dann geht es hier nochmal weiter, das gleiche nochmal, 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 nochmal. Und dann sind wir hier an der Rückseite. Drin haben wir zwei nette Ideen und nette Prints. Wir haben erstmal den großen Schrank hier, auch hier bleiben bei mir die Türen zu. Und hier unten seht ihr, diese Pneumatik-T-Stücke sind auch wieder in diese 1x3 Fliesen reingesteckt mit dem Loch drauf, die wir auch bei der Mülltonne hinten hatten. Das ist die gleiche Bautechnik, die werden hier gerne benutzt. Eine kleine Flasche Wasser. Daneben haben wir einen Sessel, da haben wir die Cupcake-Lampen. Wir haben ein Stück Minzschokolade auf dem Bett, selbstverständlich, wie sich das gehört. Und hier drüben ist nochmal ein kleiner Fernseher. Und schaut mal in den Fernseher, da ist ein Print, schwarz-weiß. Da läuft eine Sendung. Eine Badewanne, Toilette und ein kleines Waschbecken. Und das Waschbecken hat, schaut es euch an, sogar einen bedruckten Spiegel. Der reflektiert zwar nicht, aber die Idee ist klar und das finde ich sehr schön. So seht ihr das. Es ist ein wirklich kleines, schlankes Hotel, aber ich finde, das sieht sehr gut aus. Und schaut, was ich euch mitgebracht habe, die 41704. Für 160 Euro bestehend aus gut 1600 Teilen aus der Friends-Serie von 2022, der Wohnblock. Es ist aber ein Set für Kinder. Das müssen wir auch klar bei diesem Video hier vor Augen halten. Es ist ein Set für Kinder und vor allem es ist ein Set für Mädchen. Und ihr wisst, dass Lego nicht wirklich glaubt, dass Mädchen Dinge können. Und das merkt man dann hier besonders. Deswegen geht es sehr, sehr schnell. Aber, und jetzt kommt's. Das ist viel besser als das, was City gerade bringt. Viel besser. Das ist eine ganz andere Welt. So ein Set bei City, das wäre der Knaller. Gibt's aber nicht. City ist ja tot einfach. Das kann man wirklich beerdigen, das Thema. Wir haben bei Friends nur ein Problem. Und das sind die weltdümmsten und hässlichsten Minifiguren. Guckt euch das mal an. Also, und jetzt könnt ihr in voller Pracht diese 7,5 Figuren betrachten. Die haben auch Namen. Die weiß ich nicht. Wir haben erstmal ein bisschen Zubehör. Finde ich sehr prima, was wir haben. Wir haben einen Rollstuhl, wir haben ein Fahrrad, wir haben ein Skateboard, wir haben ein Buch und wir haben natürlich einen Helm für skateboardfahrende Kinder.
so gehört sich. Erwachsene auch, alle fahren Skateboard. Ja? Das ist alles dabei. Gucken wir nochmal, wir haben Kleinigkeiten. Also, wir haben einen kleinen Laster. Kleiner Laster, kleiner Laster. Und nun kommen wir hier zu diesem Gebäudekomplex. Ihr könnt das so jetzt auseinandernehmen. Im ersten Moment. Und könnt das natürlich auch untereinander tauschen. Ihr habt überall diese komplett offen und unverkleidenden Technik-Bricks. Aber was ich hier mag, sind die durchsichtigen Details hier. Sowas hier. Das finde ich cool, auch hier an der Seite. Mit so einer großen alten Stehlampe drin. Ich finde es irgendwie ganz cool. Das gefällt mir auf jeden Fall. Der Aufzug. Und dieser Aufzug ist auch abnehmbar. Den können wir an jedes Stockwerk dran setzen, wo wir wollen. Und er funktioniert tatsächlich. Er hat hier hinten diese Ebenen. Kann man es rausziehen und dann nach unten packen. Hinein ins Glück und dann hoch. Und nochmal. Super. Zwei Lampen, ja. Drei Lampen. Die Dinger bei Modular Buildings werden die wirklich in homöopathischen Dosen nur verabreicht, weil die so wertvoll sind. Hier hauen sie einfach mal drei rein. Ja. Zach. Der Fernseher kann man auch drehen. Leider ist es ein Pin ohne Widerstand, weil er eigentlich für Propeller gedacht ist. Und der Fernseher dreht sich wild. Oh, da ist ein Print. Oh, hier. Da ist ein Handy und ein Keyboard. Ist gar kein Fernseher, das ist ein Computer. Ich find's putzig. Putzig, putzig, simpel, brauchbar. Was ich euch mitgemacht habe, die 42025 aus dem Jahre 2014, Lego Technik, das Frachtflugzeug und das dazugehörige B-Modell. Die Älteren werden sich erinnern. Wahnsinn, den Jüngeren erklären wir es gleich am Feuer. Es wird ein Fest. Der alte Mann erzählt aus der Vergangenheit. Hier gibt es einen Hebel dazu und mit diesem Hebel regelt man das hier. Ja, und dann seht ihr, wie die hier hoch und runter gehen und wie das hier hinten hin und her läuft. Das läuft dann halt darüber, dass man denkt, ja, so kann das funktionieren. Auf jeden Fall, das war das A-Modell, das hat man sich gekauft. Und die Idee war ganz wichtig, dass man die Sets nicht so stehen lässt, sondern man sieht die Funktion, findet es cool, nimmt sie auseinander, baut was Neues. Und die erste Inspiration, falls man neu im Thema war, Neukunden waren schon immer im Fokus, war, guck mal, wir geben dir eine Anleitung für ein B-Modell mit. Die lag häufig auch gedruckt noch bei. Und B-Modell. Los geht's. Ich habe sehr geringe Ansprüche an B-Modell. Ich bin einfach begeistert davon, wenn es ein Designer schafft, aus gegebenen Teilen etwas Neues zu kreieren. Ich finde sowieso abgefahren, dass jemand einfach so sowas entwirft. Das ist für mich immer noch unglaublich, wie das überhaupt funktioniert im Kopf. Bin ich absolut begeistert. Aber dass jemand aus Teilen, die ihm gegeben werden, dann was Neues macht, das ist für mich ein absoluter Oberknaller. Das hier ist das, womit ihr damals gestartet habe. Das ist ein mächtiges, das ist ein dickes, dickes Frachtflugzeug. Und ein absolutes, es war damals ein Highlight, dass das hier vorne ohne große Löcher verkleidet war. Und guck mal, was das für riesige Löcher hat. Das war damals bündig verkleidet. Denn das war nicht der Fokus. Wir wollten hier keine Skulptur irgendwie erschaffen. Bei den Flügeln geht es schon los, dass man klar offene Achsen sieht. Selbstverständlich hatten die Achsen hier zwei Farben und die langen auch, schwarz und grau. Es sind keine weiteren nötig. Das geht. Und dann hier hinten wird es dann richtig technisch. Da könnt ihr reinschauen. Alles, was rot ist, bedeutet, fass an, da ist eine Funktion. Ja? Rot war damals eine Signalfarbe für Funktion. Und jetzt kommt ein absolutes Highlight. Noch hier werden sich nur die Älteren erinnern. Wir haben da drin ein Motor. Da ist ein M-Motor verbaut. Aber jetzt könnt ihr über diese roten Knöpfe hier Auswahlen treffen, was ihr als nächstes machen wollt. Man beachte, es ist ja ein Frachtflugzeug, diese Klappe. Die öffnet sich. Und hier ist einer von fünf kleinen Linearaktuatoren hier, bedient diese Klappe und macht sie auf und zu. Wir gehen zur zweiten Funktion. Ich weiß nicht, was es ist. Lassen wir uns überraschen. Yay! Volle Wäsche. So, nächste Funktion. Au! Okay, wir sind am Fahrwerk. Das klappt sich ein. So klappt es auf und fährt raus und natürlich auch vorne. Ja, klappt auch raus. Und wir haben noch eine Funktion. Jetzt weiß ich auch, was es ist, weil es sind vier und es bleibt nur noch eine übrig. Wir können natürlich noch den Schnabel aufmachen. Zum fröhlichen Beladen. Hier tut sich was. Tut sich ernsthaft was. Mit super wenig Teilen. Nur 1300 Teile. Inklusive Motor. Alles dabei, inklusive B-Modell,
Alles voller blauer Sticker übrigens, gell? Also nicht, dass ihr träumt, dass Lego damals bedruckt hätte. Also so weit sind wir nicht. Alles dabei, 120 Liste. Und dazu haben wir jetzt diesen kleinen noch. Den gibt es ja auch dazu. Und das ist auch ein putziges kleines. Wir haben erstmal hier so eine lustige Lenkfunktion. Hui. Und dann fährt das Ding auch rum. Weil hat ja natürlich das Fahrwerk von dem. Ja? Ein großer Spaß ist dieser Hebel hier. Dieser Auspuff oder so. Der schaltet das Motörchen an und aus. Geht jetzt natürlich wild los. Kann man gleich noch viel schneller fahren, ja? Wenn das Ding eigentlich richtig wegpustet. Wir haben noch die andere Seite. Jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig mache. Da öffnet sich die Ladeluke. Wir schließen es wieder. Es bleiben irrsinnig viele Teile übrig. Nochmal, ja, ist nicht zu vergleichen mit dem dicken. Aber ich finde es einfach nett, dass es dabei ist. Mir geht es aber um die Verwendbarkeit der Teile für was anderes. Dass das mitbedacht wird. Und das ist deswegen wichtig, weil man hier drin keine Farbseuche verbauen kann. Kein Problem, dass die Racer jetzt alle Technik heißen. Dann heißen sie halt so. Aber die Preispunkte, die die Sachen besetzen, diese ganzen Racer-Geschichten, auch die Ducatis und so weiter, also alle diese Lizenzprodukte, die da sind, haben halt sowas vertrieben. Sowas gibt es halt leider gar nicht mehr. Und das finde ich sehr schade. Ich hatte an sowas immer sehr viel Spaß. Und ihr wisst ja, ich war ein Technikkanal über viele, viele, viele Jahre, solange Technik die tollste Serie bei Lego war, war ich ein Technikkanal. Und bin es auch notgedrungen nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch amüsiert. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Habt nette Leute um euch und bis bald.